Hi, hey, willkommen wieder bei Sally M. Heute wollte ich mal mit euch darüber sprechen, unsere Form des Minimalismus und was wir da zu diesem Thema denken. Also man hört ja von allen Seiten immer irgendwie, das ist Minimal, das oder was auch immer. Bei uns ist es ein bisschen anders, denke ich, weil wir haben schon Dinge und wir wollen auch ein paar Dinge behalten. Aber über diese Grundsache grundsätzlich wollte ich mit euch sprechen. Und auch wie wir damals überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden sind und was das auch bei uns vielleicht verändert hat. Ja, Punkt 1. Also wir wurden damals aufmerksam dadurch, als bei Netflix Marie Kondo aufräumen, diese Sendung der Serie dort lief. Typisch für Januar, man weiß nicht, es ist winterkalt, man sitzt natürlich sehr viel vorm Fernseher etc. Und wir haben uns diese Serie angeschaut und dieser Gedanke fanden wir es etwas strange, etwas verrückt. Und dann sind wir in uns gegangen und haben das einfach ausprobiert, weil wir sind so Menschen, also wenn wir irgendwas skeptisch finden, wir gucken einfach und probieren es dann aus, um uns das einschätzen können. Und dann haben wir wirklich angefangen mit so einem Kleiderschrank, wie ich das Marie Kondo auch sagt. Und dann haben wir so hier also alles aussortiert, wie sie es sagte, und so ein bisschen mit diesem, man begrüßt das Haus, man sagt, diese spirituelle Ebene war uns ein bisschen fremd, muss ich sagen. Also, klar, asiatische Kultur ist da offener als wir wahrscheinlich hier, aber na gut. Und dann waren die radikal ausgesetzt. Das war echt. Wir haben 18 Müllsäcke damals aus den Kleiderschränken rausgeholt. So also riesen blaue Sachen, Säcke. Das war schon verrückt. Und man wusste gar nicht, dass das was drin war und warum hat man eigentlich so viel. Und wann hat man das alles gekauft? Also man war ja total irritiert. Ja, und dann war das erstmal aussortiert, man war froh, man war auch stolz und etc. Und dann haben wir so, der nächste Step war dann unsere DVD-Sammlung. Haben wir angefangen, da kommt es auch noch ein bisschen hinter, und dann CDs. Und dann hatten wir das erste freie Fach in unserem Wohnzimmerschrank, wo die CDs da kamen. Ja, und dann war es eigentlich zu spät, weil seitdem irgendwie verrückt geworden alles. Also man sortiert wirklich immer und immer und immer wieder aus. Man empfindet es auch gar nicht mehr. Man denkt, man hat so den Status quo erreicht, man ist zufrieden. Nein, es geht einfach weiter und weiter und weiter. Man sieht zwar nichts, wenn man in die Wohnung, also wenn man unser Haus jetzt anguckt, da würde man nicht denken, wir sind minimalistisch eingestellt, überhaupt nicht. Aber ich sage immer, Sie wissen ja nicht, was vorher hier drin war. Das ist ja immer so ein Punkt gewesen. Also, und vor unserer Auswanderung halt in die Niederlande haben wir gesagt, gut, wir nehmen das zur Möglichkeit, um radikaler das zu machen. Wir wollen vieles nicht mitnehmen, das sind ja auch alles Kosten, umso mehr Kartons, umso mehr LKWs, das hat ja alles Folgen, umso größer muss das Haus in den Niederlanden sein und. Und dann haben wir gesagt, immer wieder, durch die Küche, durch den Kleiderschrank, durchs Wohnzimmer, durch den Keller, durch den Schuppen. Man hat aber auch wirklich Krams. Ja, und dann haben wir festgestellt, das glaubt kein Mensch, über 100 Blumentöpfe aussortiert. Und ich kann euch nicht sagen, wo die vorher im Haus waren. Also ich weiß es nicht. Also es sind so kleine schwarze Löcher, die man irgendwo hat und dann ploppt das immer wieder so auf. Man räumt das weg, sortiert es weg und man ploppt und es ist wieder da. Also es war wirklich enorm, muss ich sagen. Also ja, und dann haben wir auch vor dem Umzug den Sperrmüll bestellt und eigentlich sah das aus, als hätten wir unseren ganzen Hausstand rausgestellt. Und es war trotzdem nicht wirklich leerer. Also man hatte wirklich mehr Menge und Menge und Menge. Naja, nee, und nun, ja, umgezogen und wir sind, ja, mit Schwiegereltern und meinem Geschäft, der mir die Fußpflege, die ich in Deutschland gemacht habe, das haben wir alles mitgenommen noch. Wir haben 3 7,5 Tonner LKWs gehabt und 96 Umzugskartons für alles. Also für 2 Wohnungen, einen Betrieb. Ja, und da war, ich fand das zu viel, muss ich ehrlich sagen. Aber dann haben wir so eine Reportage gesehen, dass eine Familie schon über 160 Kartons hatte und die empfanden sich auch nicht, als hätten sie viel. Ja, das haben wir dann auch noch jemand, und wir waren gerade beim Auspacken und dann geht das schon weiter. Ach nee, das wollen wir nicht mehr hinstellen, die Deko mögen wir nicht mehr, das soll sich ändern. Und wieder noch den Kleiderschrank beim Einsortieren, wieder, nee, brauche ich nicht, will ich nicht.
Und es sind wirklich Dinge, also ich habe im letzten Jahr leider noch nicht vor der Auswanderung wirklich gezählt eins zu eins, aber da haben wir schon an die 1.500 Sachen aussortiert. Und jetzt dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, also ich über alles, was rein, wird man so eine In- und Out-Liste führen, dass man wirklich mal das protokollieren kann, was, wo und wie und etc. und auch was reinkommt. Also es gibt ja auch immer wieder Dinge, die wieder immer wieder reinkommen und ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, weil seht ihr das in euren Wohnungen schon, dass ihr das gemacht habt? Und wir sind jetzt auch nicht so minimalistisch, also wir wollen gar nicht diese 100 oder 50 Sachen haben, das ist überhaupt nicht unsere Einstellung. Wir mögen es auch gemütlich und auch ein bisschen netter, also wir haben auch viele Gläser und speziell hier Champagner, der Wein, der Weißwein, für kurze haben wir welche. Also es sind alles solche Dinge, die wollen wir auch zum Teil behalten, wo wir auch denken, das ist, gehört zum Leben dazu. Aber trotzdem ist dieses, mich störte das schon immer früher, dass ich einkaufen hat mir nicht richtig Spaß gemacht. Das war, man hat das gemacht, weil alle, das war so normal, man hat eingekauft, aber danach habe ich mich immer irgendwie ein bisschen komisch gefühlt. Und jetzt bin ich eigentlich recht froh, dass das kanalisierter ist. Also jedes Mal, wenn wir jetzt was einkaufen, ist das schon sehr bewusst. Und eher sage ich nein, als ich irgendwas kaufe. Das ist schon mal gut, freut natürlich auch das Portemonnaie und solche Dinge. Aber seht ihr das schon in eurer Wohnung? Merkt ihr was? Oder wie weit wollt ihr reduzieren? Weil das ist ja dieses, was ich meinte, was ist Minimalismus für uns? Also für uns ist wirklich, dass wir genau die Menge haben, wo wir uns wohlfühlen. Und das hört halt einfach nicht auf. Also jedes Mal, wenn man einen Schrank aufmacht, das kommt weg, das passt nicht mehr. Oder man Deko, man räumt es erstmal aus der Sicht, weil es gar nicht mehr in dieses neue Konzept passt, wie man sich im Haus wohlfühlt. Und dann halt, ja, bei so Entsorgen, Verschenken etc. werden wir noch tun. Aber erst, wenn wir mit dem Umbau unseres Hauses fertig sind, weil wir dann auch definitiv erst wissen, wenn alle Räume eingerichtet sind, was wir noch haben wollen und was nicht. Und dann wird es nochmal weiter reduziert werden. Also wir haben auch so lustig, wir haben einen Schrank im Wohnzimmer, da unterm Fernseher, da wo der Receiver und DVD-Player und diese ganzen Sachen stehen. Da steht jetzt eben nur der Fernsehreceiver und Blu-ray, ja, ein Blu-ray-Player ist das, und sonst eigentlich nur zwei, drei Deko-Sachen. Und da unten, da die Klappen, die sind eigentlich leer. Da haben wir jetzt die Deko hingestellt, die wir nicht mehr haben wollen, die optional dann weggeht, wenn wir fertig sind. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist der Schrank nur noch da, um diese zwei kleinen Geräte zu halten. Also das ist faszinierend. Und sonst nicht. Und dann ging es auch so weiter, solche Diskussionen wie, ja, mit den CDs. Ja, wir wollen unsere CDs alle mal digitalisieren. Und dann dachte ich mir, ja, aber dann brauchen wir auch eigentlich die Anlage nicht mehr. Weil wo sollen wir noch CDs? Wir haben keine CDs da mehr oder wollen das nicht mehr die CDs haben. Warum brauche ich denn eine Anlage? Wuppdiwupp, ist der halbe Schrank schon wieder leer. Also somit geht das immer weiter, weiter, weiter und ich bin echt mal gespannt, wo das endet. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare hinterlassen, wie ihr das macht und welches Ziel ihr damit befolgt. Also wir finden das ehrlich gesagt sehr befreiend und viele Dinge nicht mehr zu haben, die wir früher so angehäuft hatten und auch gar nicht mehr so viel Neues zu wollen. Und wenn man neu kauft, wirklich das, was man möchte. Und das finden wir eigentlich ganz angenehm. Ja, ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu haltet. Und auch überhaupt Content, also was wollt ihr hier auf diesem Kanal noch sehen? Was soll ich euch über die Niederlande erzählen? Minimalismus, Umbau kommt natürlich auch. Das, wenn wir hinten unser zweites Gebäude ausbauen, und das nehme ich euch damit zu und dann könnt ihr euch da live dabei sehen. Und auch wie die Dinge hier in den Niederlanden sind. Also wenn ihr Fragen habt, einfach unten reinschreiben und ich beantworte das gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.